Hallo wieder bei Let's Play Gothic 1 mit Das Bacon. Wir sind hier wieder unterwegs im Sektenlager bei diesem Tempel hier, bei dem Tempel des Schläfers, wo wir nicht rein können. Und ja, weiter geht's. Falls ihr es jetzt vielleicht gemerkt habt, ich habe es hinbekommen. Die Grafik scheint tatsächlich jetzt auf Vollbild zu sein. Spitze, Spitze. Mit dem konnten wir nicht reden. Mit dem können wir reden. Oh Gott, ist die Schrift jetzt klein, das kann ich ja gar nicht mehr lesen. Ich will bei euch mitmachen. Du hast dich entschieden, dem Schläfer zu dienen? Vor dir liegt ein Weg voller Freude und Glück. Geh zu Kor Kalom. Er entscheidet, für welche Aufgabe du am besten geeignet bist. Gut, ja, das haben wir schon gemacht. Aber wir gehen nochmal rüber zum Kor Kalom. Oder nee, wir gucken mal ins Questbuch. Torus hat mich damit beauftragt, einen Banditen namens Mordak auf dem Lager zu vertreiben. Wie ich das anstelle, hat er mir überlassen. Außerdem darf niemand erfahren, dass Torus dahinter steckt. Das könnten wir eigentlich nachher mal machen. Ich würde sagen, wir gehen eh mal zurück zum alten Lager. Hier haben wir gerade nicht mehr so viel zu tun. Und dann können wir diesem Butler Bescheid sagen, dass er rüberkommen kann. Und wir können diesen Torus da wegbringen und wir können den Typen in der Höhle vermöbeln und seine Sachen klauen. Das wollte ja einer von uns, ich weiß gar nicht, Creeper Let's Play oder so ähnlich heißt er, glaube ich. Ja, das werden wir machen. Deswegen gehen wir jetzt hier rüber. Zurück zum alten Lager. Was haben wir hier eigentlich dabei? Schwert, Hose, random Zeugs, Fackeln und Sachen, Spitze. Alles einsammeln, was gibt. Oh, da könnten wir mal die Viecher kalt machen. Na, kommt hier, ihr kleinen Moderats, ihr. Ich hätte mich vielleicht vorher mal heilen sollen. Jetzt ist es zu spät. Stufe gestiegen. Sehr schön. Und die Moderats sind tot und wir leben noch. Mensch, richtig gut. Das ist ein Skelett. Keule, eine Fackel, ein Trank, ein Heilkräuter, ein Zeug, das ich nicht aufheben kann, Höllenpilz, Höhlenpilz, Seraphim, Nachtschatten und jede Menge Fleisch. Ups, und jede Menge Fleisch. Wie ungewohnt das ist, das Spiel so in so einer hohen Auflösung zu spielen. So. Blutfliegen habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da haben wir schon genug getötet von. Wir können uns jetzt mal heilen. Was war das für ein Trank da vorhin? Wo sind die Tränke eigentlich? Die sind bei Tränke. Das sind nur Heiltränke, Schriften, bla. Essen wir jetzt mal irgendwas, und zwar Fleisch. Lecker, 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 lecker. Und noch eins. So, weiter geht's. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hoch den Berg. Ach, das sind die Säulenvarane. Nee, die sind fies. Die haben uns letztes Mal schon so ordentlich umgebracht. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Und dann lassen sie uns hoffentlich auch in Ruhe. Dumm-di-dumm. Nee, ich wollte springen. So. Was ist denn längst? Sind wir hier richtig? Ich glaube schon.
Ja, doch, genau. Da sind wieder Varane. Da ist ein Scavenger. Das ist eine Höhle. Und hier nehmen wir jetzt mal Pilze mit. Höllenpilze. Ich dachte, die gibt es nur in den Höhlen. Nee, scheinbar auch im Wald. Höllenpilze eingesammelt. Weiter geht's. Dum-di-dum-di-dam. Da-da-da-da. Hops. 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 Tralala. Hopsasa. Ui. Whoops. Ui. Whoops. Whoops. Ui. So. Über die Brücke rüber und da sind wir auch schon. So. Ihr wolltet, dass ich oben den wie auch immer heißt, Greg oder Grog oder wie auch immer der Typ heißt, dass ich den umhaue und seine Sachen klaue. Das finde ich eigentlich ziemlich fies, deswegen habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, das genau zu überdenken. Und zwar in der nächsten Folge mache ich, was auch immer jetzt hier unter dem Video gesagt wurde. Also, wenn ich den Typen oben in der Höhle wirklich umhauen soll, dann schreibt es hier nochmal rein, dann mache ich das. Dann wird er kalt gemacht. Wenn nicht, dann lassen wir ihn mit seiner Kiste und seinem Zeug da oben drin. Denn, ich zitiere mal einen anderen YouTuber, der etwas größer ist schon als wir. Ich habe ein Herz für virtuelle Menschen. Das stimmt zwar bei mir nur bedingt, aber den finde ich ganz sympathisch, den Typen. So. La la la, durch den Turm. Ins alte Lager. Und da sind wir auch schon wieder. Spitze, raus aus dem Sumpf, ins Lager. Wenn du meinst. Den Typen müssen wir nachher... Wow, wow, wow. Den Typen müssen wir nachher loswerden. Aber erstmal geht's hier längs. Oh, da blutet jemand. Ich speichere mal kurz. Kann ja nie wissen hier. Nachher kommt irgendwas Böses, Unsichtbares und bringt uns alle um. Nein, wird nicht passieren, aber hey. Fisch, 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 Fisch. Typ. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ach, jetzt hätten wir natürlich auch den Rock kaufen können. Egal. So, ganz viel Zeug hat er. Geld hat er auch. Was haben wir denn hier? Keule kann weg. Haben wir nicht so viel Schrott gerade dabei, sehe ich gerade. Dietrich behalten wir auf jeden Fall. Großstadt auch, Sumpfkraut auch. Die Flügel können weg. Na, guck mal, jetzt haben wir 131 Erd schon wieder zusammen. Ladida, 131, bald haben wir's. Wo? Stückchen noch. Wie beim Tanken, wenn man genau 20 Euro kriegen will. So. So, ja, ich renne jetzt mal kurz hier rum und dann kümmern wir uns um die Aufträge. Ach genau, die Höhle, die Hütte hier mit den beiden Löchern drin. Erik, na, willst du dich nochmal mit uns anlegen? Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Lass mich mal vorbei. Gut, gut, lassen wir den mal. Lassen wir den mal. Der hat seine Lektion gelernt. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Ja, komm. Lass mich in Ruhe mit deinen Problemen. Ich habe eigene Probleme. Ich muss hier Aufträge erledigen, weil ihr das alle nicht drauf habt. So. Geht nicht. Oh, jetzt können wir unsere Portion Fleischpflanzen-Ragout abholen von dem Snuff hier. Oder irre ich mich? Doch. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will.
Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Spitze. So, weiter geht's. Ich glaube, hier gibt es noch eine Arena, die könnten wir mal ausprobieren. Das wäre cool. Und der wollte auch noch irgendwas von uns. Dem weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ach stimmt, der Fingers war das. Der kann uns Diebessachen beibringen. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben... Nein. Wo ist denn das? K? L? Inventar? G? I? B. B war das, genau. Wir haben 30 Lernpunkte. Krass. Krass, 30 Lernpunkte. Das ist ja echt eine ganze Menge schon. Einhänder könnten wir eigentlich mal üben. So Zweihänder wäre auch cool. Schlösser öffnen. Und Taschendiebstahl. Ich weiß es gar nicht. Sollen wir einfach mal... Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ein bisschen hier einbrechen wäre doch cool. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen. Hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Boah, krass. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Mensch, großer Meister. Jetzt weiß ich, dass... Auf einmal. Jetzt weiß ich, dass ich Dietrich nicht einfach kaputt machen darf. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Ach, spitze. Das war doch ganz nett. Nebenbei nochmal eine Stimme fürs Lager bekommen. Sehr schön. Das hatte ich jetzt gar nicht so eingeplant. Das hatte ich gar nicht mehr drauf. Aber wir mussten für den tatsächlich nur ein Diebesgeschick lernen. Sehr cool. So, wo ist denn hier der Typ? Der Scully. Trainiert er auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Wollen wir nochmal Einhänder lernen? Ich würde sagen, ja, ne? Wir haben gerade so viel Zeug. Komm, nochmal Einhänder. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Okay, spitze. Können wir jetzt mit den Leuten hier kämpfen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Spitze! Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Nein, ich will gegen dich kämpfen. Jetzt. Wie du willst. Ich bin bereit, wenn du es bist. So, und was daraus wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.